die Ausrichtung des Gymnasiums ist jetzt nicht nur dem Wirtschaftsstandort Holzkirchen geschuldet, sondern ist deswegen auch geschehen, weil wir mit dem bestehenden Gymnasium Tegernsee und dem bestehenden Gymnasium Miesbach hier eine Ergänzungsrichtung gesucht haben. Also das Kultusministerium, die Staatsregierung, Landrat und wir. Das heißt, wir haben dadurch sehr schön auf die besondere Lage Holzkirchens und die besondere Bedeutung Holzkirchens für den Wirtschaft, für den Wirtschaftsstandort mit diesem Gymnasium einen Input bekommen, ohne dadurch Tegernsee und die Ausrichtung Miesbach zu gefährden. Für unsere prosperierenden Wirtschaftsunternehmen ist dieser Wirtschaftszweig und das Gymnasium eine große Chance, hier sich die künftigen Führungskräfte oder künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon von der Pike auf heranzubilden, den Kontakt zu knüpfen. Wir sind ja in der glücklichen Lage in unserer Gegend oder in Deutschland insgesamt, dass wir eine sehr gute Arbeitsmarktentwicklung haben, auch im Ausbildungsbereich, eher einen Bedarf bei den Unternehmen und bei den Arbeitgebern sehen, sodass es natürlich zwingend oder wichtig ist und voraussetzend ist, dass der Kontakt sehr früh hergestellt wird, dass die Jugendlichen sehr früh damit konfrontiert werden und sich informieren können, welche Berufschancen sie haben, um dann relativ schnell sich entscheiden zu können, welche Richtung sie einschlagen wollen. Die politische Entwicklung oder die wirtschaftspolitische Entwicklung Europas hat gezeigt, dass Systeme, die nur einerseits nur wirtschafts- und finanzierungsbetont sind, die also rein kapitalorientiert sind, auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehr sozialistisch und kommunistisch agieren, nachhaltig keine Chance haben, sondern die beste Form der Wirtschaft ist die, die in Deutschland nach dem Krieg gegründet und weiterentwickelt wurde, nämlich die von Ludwig Erhard ins Leben gerufene soziale Marktwirtschaft. Sie bietet die besten Voraussetzungen, um sowohl auf der sozialen Seite die Menschen mitzunehmen, als auch die Wirtschaft zu berücksichtigen, dass natürlich Unternehmen attraktive Möglichkeiten finden, hier zu arbeiten. Es muss sich für beide lohnen, es muss ein Sicherheitssystem hier hergestellt werden. Das wurde in Deutschland vorbildlicherweise eingeführt und weiterentwickelt. Wir sind deswegen, glaube ich, so erfolgreich weltweit, weil wir über diese soziale Marktwirtschaft einen außerordentlich stabilen, ein stabiles Wirtschaftssystem entwickeln konnten und dies auch nachhaltig erhalten sollten.